Lieber Felix der Glückliche, herzlich willkommen hier in Anis Welt. Danke. Du bist, ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du Danke. Bist aus dem Buch bekannt, Fahrt ins Paradies von Veda Elysia. Wie hast du es in dieses tolle Buch geschafft? Naja, ich habe bei dem Projekt mitgemacht. Ich war der Erste, der da hingezogen ist und die beiden Gründer unterstützt hat. Das war 2013. Und Veda Elysia war das erste Projekt in Deutschland, was eine große und schöne Vision ausgesendet hat. Eine Vision nicht nur von einem Landsitz, sondern von einer Landsitzsiedlung. Und das war für mich sehr inspirierend. Und da wollte ich dabei sein, die beiden unterstützen. Ja, und so habe ich eben mitwirken können an der Fertigstellung des Buches Die Fahrt ins Paradies. Ja, was Wunderschönes zu lesen. Und klasse, wie Sie sich das vorstellen. Vor allem das mit den 7 Sternen hat mich sehr fasziniert. Du meinst den 7 Sternen der Bienenbeuten. Genau. Ja, ja, das ist ein schönes Konzept. Das Schöne an der Geschichte oder, naja, für uns manchmal auch herausfordernde war, dass, obwohl da draufsteht, dass es eine Geschichte ist, einige Leute, also nicht bloß 2, 3, sondern, weiß ich nicht, 5 bis 10 Menschen, irgendwann mal plötzlich dastanden und uns fragten, ob sie die Siedlung sehen könnten, Veda Elysia. Und wir mussten ihnen dann erklären, den teilweise sehr traurigen Menschen, dass das eine Geschichte ist. Nur weil wir sie uns so gut vorgestellt hatten und so schön und detailliert beschrieben, so lebendig und nachvollziehbar, hatten einige das Gefühl oder konnten einige nicht glauben, dass diese Siedlung noch gar nicht real existiert. Ja, also, aber genau so muss es ja sein, ja, sich die Dinge ganz genau vorzustellen, bis ins kleinste Detail. Und so werden sie dann ja auch umgesetzt und verwirklicht. Ja, was für mich auch erstaunlich war, als ich in Russland war, in Sibirien, war ich ja in der sogenannten Sonnenstadt. Und dort ist das bereits Realität. Zumindest sieht es ähnlich aus in vielen Dingen, in der Struktur auch, wie es beschrieben wird von der Siedlung im Buch Die Fahrt ins Paradies. Das fand ich sehr beeindruckend. Und manchmal frage ich mich, ob die beiden Gründer von Veda Elysia da, ohne das zu wissen, davon inspiriert worden sind. Ja, wenn es einmal im Feld ist, ganz gewiss. Und ich habe sogar die Vermutung, dass dadurch das Gefühl, dass das real ist, dass das lebbar ist und mit so viel Liebe erfüllt ist, dass das dadurch auch bei den Lesern ankam. Und ich habe da auch unglaubliche Erfahrungen gemacht in dieser Sonnenstadt. Also es war so ein mächtiges Heilfeld, dass sich bei mir eine Heilung stattgefunden hat, die erstaunlich war. Wie lange warst du dort in der Sonnenstadt? 4 Wochen. Ja, und da hast du bestimmt eine ganze Menge mitgenommen. Ja, unendlich viel, ja. Da war eine Schule und ich habe ein bisschen Englischunterricht geben dürfen. Wir haben ganz kleine Klassen, wenn man das so nennen will, also Gruppen von Kindern. 2, 3, 4, 8 Kinder in der Gruppe. Und ich weiß noch, wie meine Gastgeberin, die da eben Englischlehrerin war, sehr froh war, dass ich gerade die Jungs auch mit unterrichtet habe. Ich weiß noch gut, wie die Jungs eines Tages ja besonders unruhig und hibbelig waren. Ich nach ein paar Minuten fragte, seid ihr unruhig, weil ihr zu wenig Bewegung habt? Und die Jungs so, ja. Es war halt Winter, da war nicht so viel draußen mit Spielen. Dann habe ich gesagt, gut, alle aufstehen, lasst uns Liegestütze machen. Und dann habe ich mich auf ein Bein gestellt, so die Arme so verschränkt und bin noch gesprungen und habe das Gleichgewicht gehalten und gesagt, mach das mal nach, 10 Stück. Dann haben wir noch 2, 3 Übungen gemacht und dann habe ich sie gefragt, und? Hat ihr jetzt genug Bewegung? Alle so, ja,
Genug Bewegung. Recht. Und ja, wir haben sich alle hingesetzt nach 5 Minuten und wir haben wunderbare Englischstunde noch gemacht. Ja, guck, so locker kann es gehen. Das erlebt man heute in der Schule ganz gewiss nicht. Und dazu war das ja einer, der kaum Russisch konnte, mit dem sie Englisch reden mussten, der aus Deutschland kam. Also für die Jungs war das super spannend und interessant. Und diese Erfahrung hast du auch mitgenommen nach Veda Elysia? Ich war, nachdem ich bei Veda Elysia war und wieder ausgetreten war, bin ich nach Russland gereist, habe mir die Anastasia-Siedlungen und eben dieses Projekt da in Sibirien angeschaut. Also wo es eben auch die Sonnenstadt gibt. Ja, schön. Was mich da persönlich interessiert, hast du auch die Dolmen besucht, die Ja. Anastasia erwähnt in ihren Büchern? Ja, es gibt ja tausende Dolmen. Und es gibt sehr viele bei Gelenschik. Und da war ich auch. Und wir wurden an einen Dolmen geführt, von dem es hieß, das sei der Dolmen ihrer Urmutter, der in dem Buch auch explizit erwähnt ist. Und das Erstaunliche war, das sind Steine. So, und wenn man nicht supermedial begabt ist oder hellsichtig, sind das erstmal Steine. Beeindruckende Steine. Und der Verstand, der Zweifelnde sagt, okay, das sind Steine. Irgendwie könnte da was sein oder auch nicht. Man nimmt vielleicht ein gewisses Feld wahr oder auch nicht, aber naja, wer von uns ist so fähig, dass er da sicher Informationen empfängt? Ne? Manche haben ganze Bücher geschrieben von den Informationen, die sie von diesen Ahnen, die in den Steinen noch ihren Geist haben, geschrieben haben. Aber ich habe das jetzt so nicht. Aber es ist trotzdem was Erstaunliches passiert durch diesen Stein der Urmutter, was unsere ganze Gruppe sehr beeindruckt hat. Und das war so ein Hinweis darauf, dass da zumindest eine Kraft wirkt, eine Intelligenz ist, die uns Dinge weitergeben kann, die nicht nur intellektuell interessant sind, sondern vor allem emotional berührend und heilend sind. Insofern, naja, es war nicht nichts. Das glaube ich sofort. Ich fahre ja auch regelmäßig zu Dolmen. Es gibt hier, da wo ich lebe, in der Nähe die Straße der Megalithenkultur. Ja, ein wenig feinfühlig bin ich da schon. Ich kriege da schon Eingebungen oder Zeichen und nicht, dass sich da eine komplett neue Welt offenbart, aber wenn man sich reinfühlt, also ich finde es einfach fantastisch und ich kann es jedem nur anraten, einen Dolmen aufzusuchen. Wobei auch nicht jeder Dolmen gleich schwingt. Es Nein. gibt auch welche, da ist überhaupt nichts, da ist gar keine Schwingung. Da war ich sehr, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht bei einigen, dass da gar nichts stattfand. Aber es war vielleicht auch eher einer für Männer oder eben halt nicht für Frauen gedacht. Ja, da wo ich gewohnt habe, am Harz, da gibt es, man sagt, die vielleicht größte megalithische Kraftortanlage Europas. Das sind die 12 Energien, die man später auch Gottheiten nannte, der Germanen oder der vorhergehenden keltischen Kulturen, die quasi unseren Tierkreis, der eigentlich Türkreis heißen müsste, weil Tür einer der dieser Gottheiten oder Prinzipien oder Qualitäten war. Und diese 12 waren quasi in Plätzen auf der Erde begehbar. Und die waren in einem Radius von etwa 20 Kilometern quasi 12 Punkte in der Landschaft verteilt. Und die Verbindungslinie zwischen diesen 12 Punkten, also 6 Verbindungslinien, haben sich alle genau in einem Punkt getroffen. Und an einem dieser 12 Orte, der der Göttin Hel zugeordnet werden könnte, der sogenannten Helborg, also ein außergewöhnlicher Felsen. 500 Meter entfernt von diesem Felsen habe ich 3 Jahre lang in einer Jurte gewohnt. War auch regelmäßig dort. Und was ist passiert, wenn du dich in die Mitte gestellt hast? In der Mitte der 12 liegt der sogenannte Mittelpunktstein. Das ist ein 83 cm großer, halbrunder Stein, also wirklich perfekt, fast perfekt halbrund, der dann senkrecht in die Erde geht, unterhalb von dieser Halbkugel. Und der liegt genau am richtigen Punkt immer noch, obwohl daneben ein kleiner Bach ist und auf der anderen Seite so Gleisen, so ein paar 10 Meter weg, 5 Meter weg, 20 Meter. Also, obwohl da viel passiert ist in der Landschaft drumherum, der Stein liegt noch am gleichen Punkt. Und der hat, seit der wieder angeschaltet wurde, die ganze Anlage 2012, schwingt dieser energetische Körper dieses Steins wieder über dem materiellen Stein. Also, was vorher lag, der quer, sagte uns ein Hellsichtiger.
Und nach dem Ritual am 23.12.2012, wo an allen 12 Orten gleichzeitig Feuer entzündet wurden und quasi diese Anlage wieder dann kamen alle Gruppen von allen 12 Punkten gleichzeitig zum Mittelpunktstein. Da wurde diese Anlage quasi wieder eingeschaltet nach 2000 Jahren, man weiß es nicht. Und am Mittelpunktstein, dieser energetische Körper, energetische, es ist, wie sagt man das? Schwer zu sagen, also wie ein Gleichgewichtsbringer könnte man es nennen. Der gleicht die Energien der 12 Punkte aus, quasi, der 12 Energien. Und wir vermuten, dass, wenn Menschen aus dem Gleichgewicht geraten waren, haben die Schamanen, die Druiden früher den Menschen an den entsprechenden Ort geschickt, um seine Energie auszugleichen. Und die haben eben an den Orten gewirkt und die Energie immer wieder gereinigt und geklärt. Und die beiden gegenüberliegenden Energien sind natürlich auch immer gegenüberliegende Prinzipien. Ja, sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall ein neues Ziel. Da muss ich unbedingt mal hin. Du weißt, wie alt die Anlage ist? Also man weiß, dass sie aus der megalithischen Kultur stammt, aus der auch der Himmelsscheibe von Nebra stammt, also etwa 4000 Jahre alt. Sie könnte aber auch älter sein. Also es ist, ich glaube, mit so einem wissenschaftlichen Radiokarbonmethoden hat man da noch nicht geforscht. Aber ja, man weiß ja, dass zwischen dem Harz und Halle Leipzig in diesem Bereich eine ganze Kette von Siedlungen lag. Und eben auch Fürstengräber gefunden worden sind mit edlen Beigaben, wie eben zum Beispiel der Himmelsscheibe von Nebra. Also man sagt, vor etwa 4000 Jahren war in diesem Bereich Mitteldeutschlands das Zentrum einer Hochkultur von Europa. Ja, da bin ich auch von überzeugt. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Wir vermuten eben, dass in diesem Himmel auf Erden, also in diesen 20 Kilometern, gibt es auch immer noch in der Mitte, naja, also es gibt verschiedene Verbindungslinien von diesen 12 Punkten. Und genau zwischen zwei Linien, die parallel laufen, kann ich das so zeigen, ja, ist in der Mitte ein etwas schmalerer Streifen, immer noch einige hundert Meter breit und auch hunderte von Metern lang, eine Anlage. Das ist heute noch ein Park. Und dieser Park heißt heute noch Tea Park. Und Tea kommt vom Althoch, ist ein althochdeutsches Wort und bedeutet so viel wie Platz des Volkes. Also man weiß, dass Ti Oda das Volk war und Ti Ing oder Ting war die Versammlung der Stammesführer. Man weiß, wo der Tingplatz war und der Ti Park war sozusagen der Versammlungsort des Volkes. Und die Orte heißen auch teilweise noch so wie die germanischen Gottheiten. Also ja, und da haben sich wahrscheinlich für Wochen ganze Stämme getroffen und ausgetauscht und die Stammesführer sind ein paar Kilometer weitergegangen auf den heutigen Regenstein oder Wagenstein, der Platz des Rates, und haben dort Rat gehalten und Entscheidungen getroffen für ja, die Volksstämme, die sich da trafen aus ganz Mittel- oder ganz Deutschland oder im heutigen Deutschland, also Mitteleuropa. Ja. Ja, ein sehr umfangreiches Wissen hast du da. Ja, es gibt da auch ein Faszinierend. Buch dazu. Das Buch heißt Der Himmel auf Erden in Blankenburg am Harz. Ja, das müssen wir doch noch einblenden im Nachhinein. Denke, Das ist das ja mache echt ich. klasse. Ja, jetzt hast du uns so viel erzählt von den Dolmen. Wir beide wollten auch noch über andere Dinge sprechen, die dich ausmachen. Und wenn du magst, magst du uns erzählen, wie dein Leben sich jetzt aktuell gestaltet? Ja, ich bin in Leipzig geboren, ein Kind von Gymnasiallehrern und habe große Mühe, sozusagen auf dem Land anzukommen, im Garten, im Dorf. Das war mir fern. Ich hatte keine Tiere als Kind. Und ich habe deswegen einen Beruf gewählt, der mich da sehr intensiv, sehr direkt hinbringt, der mich da sehr unterstützt, das aufzunehmen. Und bin da auch hingewachsen und ich habe die Möglichkeit bekommen und bin jetzt Barhufpfleger für Pferde. Also das ist sowas wie früher der Hufschmied. Nur dass ich den Pferden keine Eisen an die Hufe dran nagle, sondern nur die Hufe, die immer nachwachsen, ziemlich stark, also bis zu einem Zentimeter im Monat, die kürze ich und passe die auch an. Das, was die Natur mit 40, 60 Kilometern Bewegung am Tag beim Pferd machen würde, was bei Pferden, die gehalten werden, nicht passiert, das bessere ich nach als Barhufpfleger für Pferde.
Und so kenne ich mich mittlerweile ganz gut mit Pferden aus und kann da auch von leben. Eine sehr harte, aber auch eine sehr dankbare Arbeit, eine schöne Arbeit. Ich mache sie sehr gerne. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wobei so ein Pferd ja auch gerne mal so ein bisschen austritt, wenn man die Hufe freikratzen möchte. Kann passieren, ja. Und da hast du auch einen guten Zugang zu den Pferden. Ja, offensichtlich, ja. Sagen mir viele meiner Kunden, dass sich das gut anfühlt mit mir. Die Pferde sagen mir das auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch Pferde, auch je nach Tagesstimmung, wo ich aufpassen muss. Also der Beruf ist auch nicht weder ganz einfach noch ganz ungefährlich. Und ja, aber er ist nötig. Und er ist ein Beruf, der jetzt funktioniert. Die Leute sind bereit dazu, die ein Pferd haben, dafür auch was zu bezahlen. Ich muss also Geld verdienen, um heute noch hier zu leben, in dieser Gesellschaft. Aber das ist auch ein Beruf, den man brauchen würde in der Gesellschaft, wo das mit dem Geld nicht mehr funktioniert und mit den Autos. Und ich vermute, dass wir früher oder später in so eine andere Form von Gesellschaft hineingeraten werden. Ja, ich glaube, da hoffen wir alle drauf. Alle Mitglieder der Landsitzliebe und alle Anastasia-Fans hoffen auf diesen Switch. Und es wird so langsam Zeit, glaube ich. Ja, mir ging das auch so. Mir geht das schon immer noch so. Nur ich stelle mir das beileibe überhaupt nicht leicht vor. Und sogar mindestens extrem herausfordernd, wenn nicht sogar auch extrem ernüchternd. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne großes Leid abgehen kann. Weil wenn die Strukturen, die jetzt da sind, zusammenbrechen, an denen wir alle ein Stück weit noch und manche total auch innerlich sehr hängen, zusammenbrechen, selbst wenn sie über 10, 20, 30 Jahre, also relativ langsam zusammenbrechen, wird es doch kaum möglich sein, schnell Alternativen zu schaffen, die ohne eine große Einschränkung, ohne große Herausforderungen schon unser Leben gut erhalten können. Also ich sage allen gerne, die sagen, ja, das muss weg, das System und das ist alles blöd, sage ich, Obacht. Ich versuche seit 8 Jahren auf dem Land anzukommen, mich selbst zu versorgen und ich bin davon noch weit entfernt. Und ich glaube, wenn alles im Chaos beginnt, vielleicht zu versinken, wenn es keinen so lustigen, fröhlichen Übergang gibt, wie sich viele das erhoffen, dann werden sich vielleicht manche noch Polizei zurückwünschen oder ein Krankenhaus. Weil im Moment, wenn es drauf ankommt, braucht das fast jeder noch in Deutschland. Ja, ich denke auch, das ist ein Prozess, der sich langsam entfalten wird, vermutlich über mehrere Generationen hinweg, bis der Mensch wieder zu seiner natürlichen Stärke und Kraft gewonnen hat, also zurückgekommen ist. Wir waren ja alle schon mal da. Aber das wird alles ein Prozess sein, der, ja, mit der Freiheit umzugehen, ist auch ein großer Schritt. Und für jeden selber in seinem Verantwortungsbereich und zurückzufinden zur Ethik. Ja, es wird vermutlich ein paar Generationen dauern. Ja, es wird wahrscheinlich ein paar Generationen dauern. Genauso wie man Menschen jetzt nicht sofort, also nehmen wir jetzt einen Stadtmenschen, der noch nie einen Balkon gesehen hat oder überhaupt nur so einen grünen Park und da wächst mal so ein bisschen Gras und ein blühender Baum, aber keine Frucht. Ja, wenn man denen jetzt sagt, hier, da hast du dein Hektar Land und jetzt mach mal. Ja, dann, ich denke, dann sieht der ganz schön alt aus. So. Wie siehst du das? Oder meinst du, das würde sofort anstandslos klappen? Na, ich kenne ja jetzt einige Anastasia-Leser in Deutschland, habe die Erfahrungsberichte gehört von denen. Und für die meisten wäre das eine krasse Überforderung. Ich habe auch die Siedler in Russland gesprochen, in den Anastasia-Siedlungen. Und auch die haben oft einen weiten Weg vor sich, beziehungsweise auch schon hinter sich. Und zum Beispiel in Vetrussia, im Südwesten Russlands, da gab es zwei Siedlerfamilien oder Pärchen, die so Landsitze gegründet hatten, so 400, 500 Meter voneinander entfernt, ungefähr so ein, zwei Hektar groß. Und deren Kinder, also der Sohn von der einen Familie, die Tochter von der anderen, haben sich verliebt und haben ein Paar gebildet. Und die bauen quasi fast zwischen diesen beiden Landsitzen wiederum einen Landsitz auf, mit der Unterstützung ihrer Eltern. Und das war der Landsitz, der einzige,
der ganzen Siedlung, auf dem ich war, es gab noch einen, aber der vor allem, wo ich dachte, jo, das hat Substanz. Die hatten einen großen Teich, die hatten ein Haus, das wirklich aus Holz und Lehm gebaut war und nicht aus dem, was sie gerade irgendwie noch hatten. Die hatten Zeit, das zu bauen. Die hatten Muße, die konnten bei ihren Eltern wohnen noch und wurden da unterstützt, materiell, geistig und auch von Geschwistern und Freunden. Und die waren halt selber auch noch sehr jung. Die waren eben dann 15, 18, als sie angefangen haben. Und dann eben, ja, und die Eltern waren halt schon, als sie angefangen haben, auf 30, 40, hatten dann selber schon Kinder und haben es dann sehr schwer, sehr gute Strukturen aufzubauen innerhalb einer Generation. Und die, ja, die Elterngeneration, die hat oft sehr einfach gelebt, sehr große Spagate hinter sich legen müssen und riesige Spannungen aushalten müssen, auch mit ihren Eltern, mit ihren Freunden. Das war oft krass. Und viele sind auch gescheitert, muss man ganz klar sagen. Viele sind zurück in die Stadt. Ich habe auch von ein paar gehört, die haben die meisten Bäume da in Veturcia gepflanzt. Also Tausende wohl, nicht nur Hunderte, Tausende. Nicht nur auf ihrem Landsitz, sondern auch entlang der Wege und so. Damit da, weil das war nicht sehr bewaldet da, dieser Hang, dieser riesige Hang, sondern da fehlten Bäume und die wollten, dass die Siedlung halt mehr Bäume hat, damit Kinder, die da aufwachsen, mehr Bäume haben. Und die hatten einen Sohn, der wurde erwachsen, 18, 19, der sagte seinen Eltern, ich möchte hier nicht leben. Ist bei der Armee eingetreten und ist weg. Euer einziges Kind. Und die waren also, ja, die waren großherzig, enthusiastisch und liebevoll, aber haben eine große Prüfung noch vor sich gehabt, das war eben jene. Und die haben das zum Glück mit großer Weisheit und weiterer Liebe gelöst. Die haben ihren Landsitz quasi geschenkt einer jungen Familie mit 4 Kindern und sind selber weggezogen aus der Siedlung, enttäuscht, sich zurückgezogen und sind an ein kleines Holzhäuschen am Schwarzen Meer gezogen und verbringen da wahrscheinlich ihren Lebensabend. Das weiß ich nicht genau, ich weiß auch nicht, wie es ihnen geht heute. Und sie haben aber trotzdem viel beigetragen. Und die Russen sind da noch mehr in ihrer Seele, in ihrem Gefühl als die Deutschen, denken noch weniger darüber nach, was es sie kosten könnte, was schiefgehen könnte. Und dadurch geschehen zwar noch mehr Fehler, aber es sind auch für einen Deutschen, der sich das gut hier überlegt und gute Schritte nach und nach macht, gibt es halt da 10 Russen, die es nicht gut überlegen, einfach losmachen. Und dadurch vieles Gutes entsteht, was dann wieder von anderen genutzt werden kann. Und es werden auch ganz viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Aber das ist für die Seele sehr wertvoll und wunderbar. Und auf Dauer im nächsten Leben macht es ja nichts. Dann gibt es nicht mehr diesen Sohn und dann gibt es nicht mehr diese Situation. Aber viele sind da ganz blauäugig reingesteuert und haben sehr gelitten auch darunter. Also innerlich auch. Sind darunter gewachsen. Das war großartig. Und es war vielleicht auch ganz gut, dass Anastasia dann nicht schon all diese Herausforderungen benannt hat, damit die Leute begeistert sind und euphorisch und anfangen, sich bemühen. Aber es gab eben auch sehr, sehr viel Enttäuschung. Einer meiner Gastgeber sagte mir, er hätte gar keine Lust mehr auf Neuleser, wie er sie nannte, die aus der Stadt kommen und voller Begeisterung anfangen wollen und dann oft nach 2, 3 Jahren sehr enttäuscht sind. Es gab Menschen, die sind, also Anastasia-Leser, die sind in diese neuen Siedlungen gekommen, irgendwo im Westen Russlands, weit weg von der Taiga, weit weg von Zedern und fragten, wo die Eichhörnchen seien, die den Siedlern die Nüsse, die Zedernüsse brächten und schimmelten. Nein. Also, es ist ein Also so krasses naiv, Beispiel. ja, so Ja, naiv. naja, es ist ein krasses Beispiel, aber ein Stück weit waren wir alle, sind wir alle, war ich auch, bin ich immer noch, auch naiv. Und naiv, blauäugig zu sein und nicht zu wissen, was kommt und einfach das Gute zu wollen, führt uns in Situationen, die sehr herausfordernd sind. Aber das ist auch gut für uns. Also wenn wir das immer alles wüssten und Angst hätten, würden wir uns kaum entwickeln können. Wir müssen ein Stück weit blauäugig und naiv sein. Das ist nichts Schlechtes. Es wird uns immer schlecht geredet, aber eigentlich ist es was Gutes. Und ich sage das auch allen, wenn du ein gutes Gefühl hast für was, wenn du begeistert bist, denk nicht drüber nach und beginne es. Das ist so, wie Anastasia das in ihren Büchern beschreibt. Sie hat ja sehr, sehr, sehr viel an die Kleingärtner gedacht. Und ich denke auch das nicht ohne Grund, weil es eben halt die kleinen Schritte sind, die dann ja zu einem glücklichen Leben führen, so wie du es beschreibst, eben halt Step by Step und nicht sofort, hey, ich kann jetzt die Eichhörnchen rufen, damit die mir helfen. Also so. Denke ich, war der Sinn.
von, also so verstehe ich das jedenfalls, wie Anastasia über die Kleingärtner gesprochen hat. Ja, sie bezieht das nicht umsonst so ausführlich ein. Und das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. In Russland ist die Wirtschaft, auch die Nahrungsmittelproduktion Anfang der 90er praktisch total zusammengebrochen. Die Leute hätten massiv gehungert, wie sie es in Kuba ja haben. Der Kubaner hat von 1991 bis 1994, glaube ich, 10 Kilo im Durchschnitt verloren. Da sind sehr viele Kinder blind geboren, weil die Mütter unterernährt waren. Weil die Sowjetunion zusammengebrochen ist, die Öllieferung nach Kuba. In der Sowjetunion selber, in Russland, ist das nicht passiert, weil die meisten Leute noch ihre Datscha hatten und so 50, 60, 70% des Gemüses und der Kartoffeln wurden in Datschas angebaut Anfang der 90er. Ohne das hätten die Russen massiv gehungert. Und diese Erfahrung ist tief in der russischen Seele nun eingeflossen. Und viele haben dadurch durch ihre Eltern diesen Kontakt zum Kleingarten, haben noch für den elterlichen Datscha-Grund mit 500 oder 1000 Quadratmetern oder 300 wenigstens. Und darauf konnte man in Russland aufbauen. Und hier in Deutschland gibt es auch Kleingärten, Schrebergartensiedlungen. Das ist noch ein bisschen anders, hat auch den Selbstversorgungscharakter mittlerweile total verloren, wie in Russland das ja auch so ist. Es gibt ja keine wirtschaftliche oder Anbaukrise mehr. Es gibt hier jetzt moderne Maschinen und Landwirtschaft und ein funktionierendes System. Aber trotzdem waren die Russen da ein bisschen näher dran. Und das hat dazu geführt, dass es vielleicht von den Zehntausenden wenigstens einigen hundert Familien gelungen ist, auf ihrem Landsitz Fuß zu fassen. In Deutschland von den Hunderten, die das gerne wollen, ist es eben bis jetzt nur, naja, eine überschaubaren Anzahl von Familien gelungen, auf ihrem Landsitz Fuß zu fassen, auf einem ganzen Hektar. Ich denke, für die meisten wird es gut sein, kleiner anzufangen. Also mit, ja, mit einem Kleingarten zum Beispiel. Und wenn man damit zurechtkommt und einige Erträge hat, dann kann man sich ja auch auf ein größeres Stück wagen. Es ist viel erfüllender, naheliegender und realistischer. Oder man schließt sich eben mit anderen zusammen. Wie viel Quadratmeter bewirtschaftest du? Also ich wohne hier zusammen mit einer älteren Frau, die ja so ein bisschen mir die Mutter ersetzt. Ich habe zwar eine Mutter, aber die wohnt nicht hier. Und die kümmert sich viel um den Garten. Und wir haben einen Garten, der ist etwa 6 mal 15 6 mal 15 Meter groß, das sind also 90 Quadratmeter. Insgesamt ist das Grundstück 1500 Quadratmeter groß, aber auch mit Scheune drauf, also so ein kleiner Hof. Und da haben wir schon gut mit zu tun. Also da sind auch Obstbäume drauf, Obst- und Gemüsegarten gibt es da eben. Wir haben aber jetzt keinen großen Platz, um noch größere Mengen Kartoffeln anzubauen oder gar Getreide. Wir haben hier einen Freund im Dorf, da haben wir viele Kartoffeln angebaut und auch eine größere Menge Möhren. Ja, da tun wir uns eben zusammen. Und dann kann man da noch weitere Schritte gehen über 30 Kohlköpfe und 20 Kohlrabi und 40 Tomatenpflanzen hinaus. Ja, wir sind noch einiges mehr, aber ich habe jetzt nur mal so ein paar Sachen aufgezählt. Ja. Ja, klasse. Also ihr seid dicht dran, ja? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt Holzkohle bestellt. Und nicht bloß ein bisschen, also um Terra Preta herzustellen, sondern wie viel haben wir bestellt? Naja, so ungefähr 3 Tonnen. Ui. Und die Nachbarin, bei der ich die Ziegen auch bearbeitet habe, also die Klauen geschnitten, die gibt uns ihren Ziegenmist auch schon teilweise mehrere Jahre abgelagert. Und das werde ich nach und nach mit Schubkarren hinfahren und das dann immer schichtweise mischen. Und so haben wir dann sehr hochwertige Erde, Humus, Terra Preta, die dann für Jahrzehnte, wenn nicht sogar für Jahrhunderte, Fruchtbarkeit bietet. Auch für Starkzehrer. Ja, wunderbar. Klasse. Und du lebst dort ganz allein mit dieser älteren Frau? Naja, es ist halt ein Dorf, ein kleines Dorf. Wir haben so 30 Einwohner. Und ja, ich wohne mit dieser Frau hier. Meine Freundin kommt öfter mal zu Besuch. Und es gibt eben einen Freund, der hat uns hier quasi das Grundstück empfohlen und uns hierher geführt. Der hat übernächstes Grundstück und dann auch 4000 Quadratmeter nochmal großen Garten, einen Hof. Ja. Und es gibt auch noch andere Nachbarn, mit denen haben wir aber jetzt noch nicht so viel zu tun. Die eine, die halt die Ziegen hält, der andere
ja, der halt gegenüber das Grundstück hat und immer die Gänse rauslässt. Ja, und weitere, vor allem ältere Leute auch, ne? Junge Leute gibt es nicht mehr so viele. Die meisten haben halt irgendwo Arbeit gesucht. Das ist nicht so einfach, hier Arbeit zu finden. Ja, das bestimmt. Aber wie sich das anhört, hast du dort Hufe genug bei den Ziegen Ja. und Pferden. Das ist hoffentlich für dich zum Überleben ja ausreichend. Ja. Ja, nicht in dem Dorf. Ich muss teilweise auch schon weit fahren. Aber alle, die hier wohnen, müssen weit fahren, wenn sie irgendwo Geld verdienen wollen. Das wäre schön, das noch ein bisschen weiter einzugrenzen. Also auch eine Freundin von mir, die will hier ein Reittherapiezentrum aufbauen. Vielleicht wird meine Freundin auch Reittherapeutin, die macht da auch gerade eine Ausbildung. Dann könnte man auch Pferde halten selber und auch landwirtschaftlich einsetzen. Aber das muss Schritt für Schritt gegangen werden. Dann braucht man Koppeln und Flächen und Zeit und Kraft und Geld. Ja. Aber dann könnte man ein Stück mehr noch hierher verlagern, womit man Landwirtschaft betreiben und auch ein Stück weit Therapie machen könnte. Ja. Und vielleicht dann auch schon eine Möglichkeit hätte für die Zeit oder Erfahrung sammelt für in 10, 20, 30 Jahren, wenn vielleicht dann es wirklich keinen Sprit mehr gibt. So. Und die Traktoren nicht mehr laufen, die Autos nicht mehr fahren. Ja. Und dann geht's weiter mit Pferd und Kutsche. Oder zu Fuß, Ja, habt ihr eine Adresse, an die man sich wenden kann oder eine Internetpräsenz, um eure Dienste in Anspruch zu nehmen? am besten, man schreibt mir eine E-Mail. Das ist mir am liebsten. Wir können ja meine E-Mail-Adresse anschließend dann unten drunter einblenden. Werde ich jetzt schon machen. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, wie siehst du da das mit der Familie und auf dem Landleben? Mit den Generationen, mit den Kindern, die jetzt gar nicht mehr im Haus sind und sich um ihre Eltern zu kümmern oder die Eltern schon lange in ein Heim abgegeben haben. Wie ist deine Einstellung dazu? Ja, ich glaube, jeder wird zustimmen, wenn man sagt, dass es schade ist, dass es traurig ist, wenn die Familien nicht mehr zusammenleben können. Oder viele werden vielleicht sagen, es ist gut, dass ich meine Ruhe habe, so von meinen Eltern oder meinen Kindern oder Brüdern oder Schwestern. Aber ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, mit Familie zusammenzuleben, auch mit drei oder vier Generationen. Nur wir können das gar nicht mehr. Also, ich habe auch einen Bekannten, der kommt aus Serbien, der hat mir erzählt, wie das bei ihm funktioniert. Er hat gesagt, wenn er sich streitet mit seinen Brüdern, dann schlichtet der Vater und der wird akzeptiert. Und sein Vater, wenn der sich streitet mit seinen Brüdern, also mit seinen Onkeln quasi von dem Bekannten von mir, dann schlichtet der Großvater. Und das ist ein Prinzip, was da so seit Jahrhunderten einfach noch erhalten ist und so praktiziert wird, respektiert wird. Und sie leben eben mit den Eltern und seinen Brüdern in einem großen Haus, mit großem Garten. Und die Mutter und seine Frau und eine Schwester von ihm und eine Frau von einem anderen Bruder, die sind fast immer zu Hause und kümmern sich um den Garten und das Haus. Und das ist eine Trennung zwischen männlichen und weiblichen Aufgaben, die man schlecht oder gut finden kann, aber sie leben als große Familie zusammen in einem Haus. Sie teilen sich ein Auto, die Männer. Und er hat ein richtig gutes Auto, also viel besser als mein Auto. Und da haben wir darauf angesprochen, da hat er gesagt, ja, wir teilen das Auto eben. Deswegen können wir uns ein gutes Auto leisten. Also das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Vorteil, es ist auch eine soziale, emotionale Fähigkeit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir in Deutschland, im Westen oft schon komplett verloren haben und was wir erst wieder erringen müssen. Und dafür aber mit einem Bewusstsein für das Individuum, was dann oft in so, naja, noch stark familiär geprägten Gesellschaften noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Also ich halte es auch nicht für eine Katastrophe, dass wir uns so vereinzelt haben. Es war vielleicht ein nötiger Schritt, aber wir brauchen auch wieder das Gemeinschaftliche und das Familiäre viel stärker. Auf einer neuen Ebene, auf einer neuen Basis und auf einer neuen Freiwilligkeit und ohne patriarchale oder hierarchisch übertriebene Zwänge. Und das entsteht erst langsam wieder. Und im Moment ist es so, bei uns jetzt hier, bei mir in dem Haus, bei anderen Gruppen, dass sich oft auch Wahlfamilien bilden. Also dass Menschen zusammenfinden, die ein Stück weit diese Rollen, die es
einfach auch braucht, ausfüllen und sich da sozusagen ergänzen. Also sowohl die männliche und weibliche Energie, als auch die Energie von älteren und jüngeren Menschen. Und man dadurch lernt, wieder als Familie zusammenzuleben. Und dann, wenn man das wirklich kann, ja, dann können auch wirklich wieder auch sozusagen Familien entstehen auf einem normalen, natürlichen Wege, die dann zusammenhalten und über viele Generationen oder viele Jahrzehnte glücklich miteinander leben können und erschaffen können. Ja, genau so sehe ich das auch. Es muss nicht unbedingt die Ursprungsfamilie sein, sondern wie du das so schön sagst, die Wahlfamilie. Das klingt ganz fantastisch. Und ja, so findet sich auch das zusammen, was zusammengehört. Und so hat das Ganze auch, ja, es fällt auf fruchtbarem Boden. Als wenn man jetzt mit Gewalt, jetzt mit ja, streitenden Geschwistern versucht, wieder wie früher als Kinder unter einem Dach zu leben. Und das ist gar nicht möglich, weil dieser tolle Vater und Opa gar nicht da sind zum Schlichten und das auch gar nicht mehr akzeptiert werden würde. Und das ist noch ein großer und langer Lernprozess, den wir da gehen dürfen. Ja, ich will auch dazu sagen, dass ich ein hervorragendes Verhältnis mit meiner richtigen Mutter habe. Also, ja, wenn ich nach Hause komme, zu meiner Mutter, in mein Elternhaus, mein Vater ist schon gegangen, ich habe auch seine Beerdigungsrede gehalten und ihm einen Grabstein geschnitzt. Wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis. Aber wenn ich zu meiner Mutter nach Hause komme, dann ist es so, dass sie mich bittet, wenn ich da bin und ich Zeit habe, dies und jenes vielleicht ihr zu helfen. Und das ist wirklich von der Energie eine Bitte. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit oder ich mache es nicht, kein Problem. Also das ist nicht ein Fordern, was sie in die Worte einer Bitte kleidet, sondern das ist wirklich eine Bitte. Und meistens ist es so, dass ich sofort große Lust habe, das so gut ich kann zu machen. So schnell und so gut wie ich kann. Also ganz liebevoll, Und das mit ist die glücklichem Herzen. Genau, und das ist die Voraussetzung dafür, dass sie wohnt weiter in der Stadt. Sie ist weiterhin Gymnasiallehrerin. Sie will da nicht weg oder sie kann da nicht weg, hat dann die Kinder meines Bruders, also ihre Enkel, oft da, kümmert sich um die mit. Aber ich bin halt weggezogen in den Harz, aufs Land, in ein kleines Dorf und sie kann da nicht dauernd sein und mir helfen oder ich ihr. Und so habe ich eben eine andere ältere Frau, die wunderbar diese Rolle ausfüllt und die wesentlich spiritueller ist und mich mit vielen Dingen, mit mir, sag ich mal, in der Vision auf dem Weg viel näher ist und mit mir da viel besser versteht. Also wir zu ziemlich allen gesellschaftlichen Fragen ganz ähnliche Meinungen haben, was in meiner Mutter gar nicht der Fall ist, ja. Also was gerade so an diese aktuelle Gesamtlage angeht, die uns ganz schön beklemmt, teilweise haben meine Mutter und ich, also meine leibliche Mutter, komplett unterschiedliche Ansichten. Aber wir reden da gar nicht drüber und es gibt quasi nie Konflikte, weil wir nicht zusammenleben und nicht zusammen entscheiden müssen. Und ja, das ginge dann eben auf einer gewissen Ebene auch nicht mehr so richtig gut. Das sparen wir einfach aus und konzentrieren uns nur auf das Gute unseres Verhältnisses. Siehst du, und das macht den Felix glücklich. Das ist doch wunderbar. Ja, es fehlt absolut die Dankbarkeit und die Freude am Leben bei den meisten Menschen. Viele beschimpfen auf die Regierung und die Verhältnisse und die Nachbarn oder die Medien oder wen auch immer. Und es ist vielleicht richtig zu fühlen, dass es so nicht gut ist. Aber die ganze Energie sollte eigentlich dahin gehen, das Gute aufzubauen und dankbar dafür zu sein, was man hat. Dann kommt man voran. Dann wird man glücklich. Ja, und mit diesen Worten, lieber Felix, die so wunderbar klingen, möchte ich mich bei dir für dieses wunderbare Interview bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass du unseren Zuhörern alles so schön erzählt hast, wie du lebst, was du machst und was deine Einstellung ist und dass du neue Wege aufweist. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen, Anni. Viel Freude noch. Danke, ciao.